Hallo Natalia Kabasova, wir freuen uns, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Wie entstand die Idee eines eigenen Innovationsprogramms innerhalb des Burda-Konzerns und welches Ziel verfolgen Sie mit diesem Bootcamp? Naja, die Idee ist eigentlich organisch gewachsen aus unserem Hackathon, was wir jetzt vor einem Jahr zum ersten Mal organisiert haben. Und wir haben uns nur gedacht, wieso schnappen wir uns nicht die besten Leute, setzen die hin, arbeiten mit denen zusammen und lassen die Sachen entwickeln, die denen auch Spaß machen und die uns weiterbringen. Und nach welchen Kriterien wählt ihr die jungen Leute aus, die dann bei euch zusammen im Team die Innovation erarbeiten? Naja, das Wichtigste für uns ist natürlich auch, dass wir unterschiedliche Skillsets haben. Das heißt, wir würden wahrscheinlich nie 5 Designer einstellen, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Es geht darum, dass man in cross-functional Teams arbeitet. Das heißt, diesmal haben zum Beispiel 9 Leute im Bootcamp, 3 kommen von der Produktseite, von Hamburg Media School, die sind dann Produktmanager, die kommunizieren mit unseren Marken. Wir haben noch iOS-Entwickler, wir haben Android-Entwickler, wir haben Leute, die sich mit Frontend und Backend beschäftigen und diesmal auch einen Hardware-Spezialisten und einen Designer. Okay. Und was müssen die verschiedenen Marken dann mitbringen, um in das Bootcamp-Programm aufgenommen zu werden? Und mit welchen Erwartungen starten die verschiedenen Marken dann in das Programm selbst? Also ich würde immer sagen, so ein Programm ist immer sehr viel Erwartungsmanagement. Das heißt, die Marken müssen auch verstehen, dass sie jetzt nicht mit jedem beliebigen Projekt ins Bootcamp rein dürfen, sondern das Projekt muss erstmal interessant sein. Und ganz wichtig, die Marken müssen auch bereit sein, Zeit zu investieren. Weil unsere Projekte entstehen so schnell und so rasant, dass man nicht eine Woche warten kann bis auf Feedback, sondern wir arbeiten permanent mit Feedbackschleifen. Das heißt, die Bootcamper treffen sich mit Marken jeden Tag oder jede 2 Tage, checken ab, ob alles genau in die richtige Richtung läuft und nach 2 Wochen ist das Projekt schon fertig. Mhm. Du hast ja gerade erwähnt, dass alles einen relativ schnellen Zyklus bei euch hat. Kannst du uns mal ein Beispiel davon geben, von so einem praktischen Ablauf im Bootcamp von so einer Marke? Und also wo fängt das Programm an, wo hört es auf? Ja, es ist so, am Anfang müssen natürlich immer die Erwartungen abchecken und erstmal die Idee präzisieren. Das heißt, die erste Woche im Bootcamp läuft wirklich nur über Ideenfindung, Brainstorming, mit Marken kommunizieren, sich gegenseitig kennenlernen. Mhm. Und am Ende der ersten Woche stehen sozusagen die Projekte schon mal fest, die gemacht werden müssen. Wir haben da so spezifische Scope Definitions erarbeitet, die uns auch helfen, natürlich auch dann nochmal nachher später zu checken, ob es genau in die richtige Richtung läuft. Und wenn so ein Projekt startet, normalerweise laufen so 2 bis 3 Projekte gleichzeitig. Okay. Und die Bootcamper, die da mitmachen, die können sich frei entscheiden, wie sie in welchen Teams zusammenarbeiten und wer wem helfen kann zum Beispiel. Normalerweise läuft jedes Projekt ungefähr 2 Wochen. Das heißt, es beginnt wirklich mit der Idee, dann wird diese Idee präzisiert, dann gibt es Mockups, es gibt Gespräche mit der Marke, ob es genau in die richtige Richtung läuft, ob sie sich auch vorstellen können und es wird einfach mal entwickelt und immer wieder abgecheckt, ob es genau das ist, was die Marke erwartet. Und die Bootcamp müssen natürlich auch eigene Kompetenz mitbringen. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt nur genau das umsetzen, was die Marke will, sondern wirklich auch sagen, nee, das wird nicht funktionieren, weil das und das. Und dann wird es natürlich auch immer angepasst. Das Bootcamp ist gedacht als ein Prototypenlabor. Das heißt, die Marken sollen nicht erwarten, dass die sofort fertige Produkte haben. Aber wir haben es diesmal ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns gedacht, wie schön wäre es eigentlich, wenn einige Projekte, die wahrscheinlich eher Webprojekte sind, also das heißt, sehr schnell online gestellt werden können, auch schon mal fertig sind. Und das haben wir uns durchgezogen. Wir haben auch schon mal ein Projekt, das heute live geht. Und wir haben auch einige Apps, die zum Teil fertig entwickelt wurden oder fast fertig entwickelt wurden, auch wenn natürlich auch im Nachhinein auch einige Entwicklungszeit dahinter stecken muss. Und kannst du uns vielleicht ein Best-Practice-Beispiel aus den letzten vergangenen Jahren geben oder aus den derzeitigen? Ja, gerne. Also ein Beispiel, was ich immer sehr schön finde, war eine App namens Bunte Star Quiz. Die gibt es jetzt auch. Es geht darum, dass die User kleine Quizze spielen können und sozusagen die Promis raten müssen. Die App ist so entstanden, eigentlich war es erstmal gar nicht als eine App gedacht, sondern als eine Bereinigung einer Datenbank für Bunte mit unterschiedlichen Promis. Und ein Bootcamp hat sich hingesetzt, hat diese Datenbank bereinigt, automatisiert, die an Wikipedia verknüpft. Und dann hat sich unser Designer nochmal hingesetzt, eigentlich so ein bisschen aus Spaß eher. Okay. Und hat daraus ein paar Designs gemacht, wie so eine App, die mit automatisierten Daten arbeitet, aussehen könnte. Und das hat den Kollegen bei Bunten so gefallen, dass die auch sofort gesagt haben, hey, so eine App wollen wir haben, wir geben sie gerne in Auftrag und dann wurde sie entwickelt. Und welche Vision erhofft sich Burda selbst durch das Bootcamp? Naja, also wir folgen eigentlich mehrere Ziele damit. Das Wichtige ist erstmal, dass wir zuerst lernen und Kollegen auch vielleicht beibringen können, wie man sehr schnell Prototypen entwickelt. Aha. Und es gibt ja diese neuen Arbeitsweisen, dass man wirklich in komplett cross-functional Teams arbeitet. Weil klassisch ist es immer so, jemand hat eine Idee, die wird
an die Agentur abgegeben, die Agenturen pitchen, man wählt die beste Agentur aus und es wird entwickelt außerhalb des Hauses. Das müssen wir ändern, weil eigentlich muss heute jedes Medienunternehmen schon ein Technologieunternehmen werden. Genau das ist eigentlich die Idee dahinter, dass man erstmal schaut, wie könnten solche Prozesse funktionieren. Das ist das eine. Dann ist natürlich ganz wichtig Cultural Change. Da lernen auch unsere Marken, schnell mitzudenken und jetzt nicht unbedingt 2 Wochen Entwicklungszeit oder Idee-Präzisierungszeit nehmen, sondern wirklich 2 Tage. Mhm. Und dann müssen wir auch schauen, dass wir die jungen Menschen ansprechen, die tendenziell für Boote interessant sind, und denen mal zeigen, hey, das gibt's bei uns. Zum Beispiel gehen unsere Bootcamper zum Focus-Magazin, schauen sich alles an, oder nächste Woche steht bei uns Besuch bei Focus Online und Huffington Post an. Okay. Und es geht wirklich darum, dass die erstmal ein bisschen die Boote-Welt kennenlernen, die sehr vielfältig ist. Okay, gut. Dann vielen Dank, Natalia Kabasova, und wir danken uns, hier wieder sein zu dürfen.